Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video geht es heute um diese Wächterstatue und wie man die baut. Das zeige ich euch jetzt gleich nach dem kurzen Faktencheck. So Freunde, wenn ihr die Materialien euch zusammengesammelt habt, dann benötigen wir als allererstes den Kessel. Mit dem Kessel platzieren wir hier auf einer Fläche, wo immer wir auch unsere Statue hin platzieren möchten, auf jeden Fall jetzt den Kessel hin. Danach kommt der Amboss drauf. Das sieht das dann so aus. Jetzt benötigen wir den Stein. Der Stein kommt auf den Amboss drauf. So. Den platziert man mit Shift drauf, beziehungsweise mit Ducken. Genau, sonst geht man ja in das Menü hier rein. Das wollen wir nicht. Genau, wenn wir das jetzt haben, machen wir das so, dass wir den Beobachter uns nehmen. Dann müssen wir von hinten hier so dran, beziehungsweise drauf dann gehen, damit das Gesicht dann nach vorne scheint und zeigt. Dann nehmen wir uns nochmal die Steine, dann nehmen wir uns nochmal, oder beziehungsweise einen anderen Baustein, gehen hier zwei nach oben, so, jeweils rechts und links, ne? Dann platzieren wir hier nochmal drauf einen Trichter und hier ebenfalls hin. Das sind die Arme, beziehungsweise die Schultern. Dann benötigen wir die Bruchsteinmauer oder eine x-beliebige Mauer. Ist egal, ihr könnt das natürlich auch alles in anderen verschiedenen Blöcken machen. Ich mache es jetzt gerade mal mit der Bruchsteinmauer. Genau, platziert die hier unten dran. Natürlich mit Shift wieder halten, sonst geht man hier in den Trichter rein. Genau, das gleiche wiederholen wir nochmal hier auf der Seite und jetzt machen wir aber hier auf der linken Seite, oder wenn ihr das dann spiegelverkehrt, wenn ihr zwei Statuen davon bauen möchtet, müsst ihr das dann spiegelverkehrt dann bauen, damit das identisch oder gut aussieht. Ne? Ihr platziert jetzt hier so dran nochmal eine Steinmauer, dann stößt der Arm quasi so hervor. Jetzt nehmen wir uns den Endstab, dazu braucht ihr die drei Stück halt, platziert einmal hier unten einen Endstab hin. Und hier oben drauf noch mal zwei Stück. Einmal so und einmal hier oben drauf. Jetzt sieht das so aus, als ob der so einen schönen Stab in der Hand hat. Als Wächter. So, jetzt zum guten Schluss mache ich mal aus unseren lieben Wächter, sage ich jetzt mal, einen etwas aggressiven Wächter. Ich finde das so mit den zwei Steinsägen richtig cool. Deswegen baue ich das nämlich so. Weil es nämlich noch so eine kleine Animation mit hier so dran hat, wie man das sehen kann so. Ja, genau. Und somit ist unser Video schon fertig. Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, kannst du es gerne liken und wenn noch nicht geschehen, diesen Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt es nun vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.